Im BMW-Werk Leipzig hat die Zukunft begonnen. Statt Stahlblechkarosserien zu schweißen, wird für das Elektroauto BMW i3 schützender Kunststoff erhitzt, um diesen anschließend auf die Fahrgastzelle aus Carbon zu montieren. Nachhaltigkeit ist für viele Menschen ein sehr abstrakter Begriff, abgenutzt und schwammig, weil es für alles und jedes missbraucht wird. Für mich und meine Kollegen ist Nachhaltigkeit allerdings was sehr Konkretes. Denn die Karosserie des BMW i3 wird vollständig von Kunststoff umkleidet. Mit einzelnen Thermoplastbauteilen, die um die Hälfte leichter sind als Stahlblech. Die Kunststoffaußenhaut schützt, wenn man so will, wie die Haut beim Menschen, das Fahrzeug vor allen Umwelteinflüssen. Ein rostfreier Oberflächenschutz, der sich noch dazu energiesparend und damit nachhaltig herstellen lässt. Zudem hat der elastische Kunststoff bei Parkplatzremplern den Vorteil, dass gefürchtete Dellen der Vergangenheit angehören. Eine mögliche Beschädigung an der Lackschicht lässt sich durch Überlackieren leicht und schnell beheben. So konkret und praktisch kann Nachhaltigkeit sein. Wir haben uns überlegt, was ist bei der Produktion eines Automobils der Prozessschritt, der die meiste Energie verbraucht. Und das ist der Lackierprozess. Die Neuerung? Alle Außenhautbauteile wie Stoßfänger, Front-, Heck- oder Seitenteile können als Komponenten einzeln ressourcenschonend lackiert werden. Im Unterschied zu Stahlblech muss nicht mehr die gesamte Karosse in mehreren Arbeitsschritten erwärmt und getrocknet werden. Zudem läuft die Anlage ohne jegliches Abwasser. Wir brauchen nur noch ein Viertel der Energie, die sonst in diesem Bereich investiert werden müsste. Ein Vorteil für den Kunden? Die Einzelteile lassen sich in jeweils unterschiedlichen Farben lackieren. Im Unterschied zu einer Karosserie, die im Stück lackiert wird, sind somit Farbkombinationen möglich. Das Projekt, das hat mich von Anfang an angesprochen. Für Kunststofftechniker wie mich ist das eigentlich das größte, gesamtes Auto mit einer Kunststoffaußenhaut umgeben zu können.